Hallo Freunde, Alfa Romeo 156 V6 Lichtmaschinenwechsel. Also ich habe jetzt hier schon mal den Nebenaggregateriemen entfernt und das Radhaus. So, da sieht man das Motorlager. Ich leuchte mal so, dass man da sieht die Schrauben. Die Mutter muss man lösen und dann fällt der Motor normalerweise runter. Da habe ich eine Umlenkrolle abgebaut. Ich habe sie weggepackt. Also es ist eine Rolle wie die hier. Eine Umlenkrolle. So, dadurch kann man jetzt den Generator sehen. Und ich bin am Überlegen, den Generator selbst abzubauen oder den Hilfsrahmen, an den er angebaut ist. Seht ihr, das wäre die Schraube da unter. Das wäre der Hilfsrahmen. Und dann hat er da oben noch die Schrauben, die man abmachen muss, dann kommt der Rahmen mit dem Generator raus oder nur den Generator, das ist die Schraube hier, die gerade angeleuchtet wird. Und noch eine weitere da oben. Kann man gerade sehen. Ne? So, für den Auspuff habe ich schon mal, lass uns mal unter den Wagen klettern. So, für den Auspuff habe ich die Lambda-Sonde schon mal abgemacht. Ihr wisst, das ist ein 22er Maulschlüssel, den man braucht. Und dann eine freie Hand, um die Lambda zu lösen. Das ist kein Hexenwerk. Und ich zeige gleich, dass man oben den Stecker noch losmachen muss. Danach sind das dann, man beginnt hier bei dem, mit den zwei 13er. Dann das da, dann da hinten, dann das Rohr hier. Nach vorne, arbeitet sich nach vorne los und dann hat man den unteren Auspuff ab. So, für den Stecker, der ist hier hinten versteckt. Also ihr wisst, das ist normalerweise diese Abdeckung. Das oben diese Leitung drauf, die blaue. Die oben an der Luftbrücke dran ist. Ihr wisst, da sind drei Sachen an der Luftbrücke dran. Muss ich jetzt nicht mehr erklären, oder? Hier Abgasrückführung. Da auch irgendwelche Rückführung. So, der Stecker ist hier vom Kabelbaum. Und der Lambda-Sonnenstecker, der ist einfach hier hinten drauf gesteckt. Den kann man so zur Seite schieben und dann ist er ab. Den habe ich jetzt hier festgebunden mit einem Band am Pluspol und habe den also runtergelassen im Keller, ganz runter. Und damit ich ihn nachher wieder hochbekomme, habe ich ihn vorher festgebunden gehabt. Und so konnte ich die Lambda-Sonde dann leicht mit der Hand rausschrauben. Damit sich das Kabel nicht verdreht und das alles, ihr wisst, ne? So, das war's jetzt mal. Jetzt mache ich mit einem Schlagschrauber, da liegt er schon, und einem 13er mache ich dann jetzt den Krümmer los, bis zum Cut. Und dann ist es eigentlich schon halb erledigt, wisst ihr? Das Motorlager lösen, das habe ich ja schon gezeigt. Vielleicht hinten, da gibt es noch ein Lager. Also da hinter dem Motor, da beim Getriebe da hinten, wird er nochmal gehalten. Es kann sein, dass der auch gelöst wird, damit ich den Motor nach vorne schieben kann. Ist es so, dass er nur noch hier an diesem Motorlager dran hängt? Ja, die Taschenlampe ist auf einmal merkwürdigerweise verschwunden. Jedenfalls wäre da und am Batteriekasten ja das Getriebemotorhalter. Und ja, kann sein, dass das nur da dran bleibt. Den Rest stütze ich ab mit Wagenheber, habe ich ja schon gezeigt. Die ich jetzt hier meine Getriebehalter, die habe ich jetzt nochmal extra untergestellt, weil ich, obwohl ich das auf Stein habe, natürlich immer noch ein Gefühl von Mulmigkeit habe. Da unter, was ist, wenn was passiert, wisst ihr? Hier ist keiner, der mich rettet. Und deswegen habe ich das nochmal extra abgestützt. Aber das wird im Grunde ja, der Motorhalter, um da den Motorhalter runterzulassen. Und das ist dann der Heber. So. Und jetzt mit Lampe, da wäre da unten das andere Motorlager. Was man jetzt noch nicht sehen kann von einer Seite, ich habe noch nicht das Radhaus hier ausgebaut. Wie man sieht, ist nicht das Radhaus drin.
muss ich noch ausbauen. Aber was mir wichtig ist, dass ich erstmal hier nicht an der Aufhängung rummachen muss und an der Lenkung, weil das hatte ich alles schön eingestellt. Das läuft so wunderbar. Das möchte ich ungern verstellen. Ja, das war es erstmal. Also als nächstes mache ich erstmal den Auspuff unten ab. Und damit ist der Motor so halbwegs frei, beweglich, also hängt nicht mehr großartig irgendwo fest. Außer an dem Motorträger. Ah, und dann mal weitersehen. Also ich hoffe, dass ich nicht wie die anderen auf YouTube die Achse oder sonst was ausbauen muss. So wie ich das sehe, kommt man leicht an den Schraubenrand von hier außen. Und das sind nur zwei. Und dann hat man die Lima schon halb in der Hand. Ich wüsste nicht, was da großartig den Leuten Probleme gemacht hat. Und was ich jetzt, sage ich mir mal, im DTE gesehen habe, also jetzt auf Englisch, also im eLearn von 156 V6, ist auch nichts bei, was mir jetzt groß Probleme bereitet hätte. So scheint eine leichte Sache zu sein. Also bleibt dran, es geht weiter, Leute. Lichtmaschinenwechsel am V6 in einer zu kleinen Garage. Und so hochgebockt, jetzt könnte er schon fast als SUV vorne durchgehen. Die Motorhaube ist auch so hoch, dass sie ans Dach geliftet wurde beim Hochbocken. Jetzt beim zweiten Nachbocken, wo ich ihn nochmal auf der rechten Seite höher gebockt habe. Da ging er oben an die Decke. Jetzt habe ich das noch mit Tüchern abgedeckt, damit ich da keine Schramme reinkriege. Ja, so sieht das flachgelegte Ding aus, wenn es hochgebockt ist. Unglaublich. Das wird ja wieder was. Als ich das letzte Mal so eine Aktion hatte, war ein 3-Liter-Motor eingebaut. Den konnte ich anschließend gleich wieder rausnehmen. Weil der Motorbauer den 0-Kilometer-Motor eine Unterlegscheibe zwischen der Kopfdichtung hatte. Ja, wie dämlich ist man, um sowas zu tun. Und ich hatte dann einen Zylinder, der voll mit Wasser war. Und einen verzogenen Motor. So. Und jetzt die Lima, die nach dem Zahnriemenwechsel auf einmal nicht mehr geht. Vor 10 Jahren war das Ding sowas von astrein. Und jetzt sowas. Naja, es geht weiter. Mal sehen, wie es weitergeht. Also die Lambda-Sonde, die war ganz einfach abzuschrauben mit einem 22er Maulschlüssel und einem Arm. Da braucht es jetzt nicht irgendwelche Brenner oder irgendwas dazu. Der Wagen ist kalt, der steht seit 10 Jahren. Also ist kein Ding.